einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir sind auf dem Weg nach Ratai. Wir haben noch eine Nebenquest mit dem Müller. Außerdem müssen wir noch eine Sache verkaufen, die wir so nicht verkaufen dürfen normalerweise. Vielleicht nimmt der Müller uns das ja ab. Und es ist gleich wieder dunkel. Und dann können wir uns auch um die Hauptquest dann kümmern, wenn wir den Müller abgeschlossen haben. Das machen wir mal so sukzessive. Aber erstmal hier zum Müller. Da sind wir gleich. Ich glaube, es verschwindet nur kurzzeitig durch die Schnellreise. Verschwindet aber nicht permanent, sondern nur durch Eigenerkundung, ne? Die Wolke. Bop, bop. Theresa müssten wir eigentlich auch mal wieder begutachten, wollte ich gerade sagen. Treffen. So. Müllerchen. Müllerchen. Da ist nichts los. Ah, hier können wir uns waschen. Ja, wieder zum Waschhaus. Ah, Theresa. Hi. Ich wüsste gerne. Nix. Das wäre alles. Wie ergeht es denn den Trägern mit ihrer Arbeit? Du kamst meiner Bitte nach. Aber trotzdem ist Antonia jetzt Witwe. Gegen Gottes Willen kann man nicht ankommen. Jetzt ist es abgeschlossen. Warum war es denn vorher nicht abgeschlossen? Vielleicht war es ein Bug in der Quest. Okay, dann haben wir das. Hey. Du hast Essen gemacht. Danke. Wo ist denn dein Onkel? Hey. Ja. Wo ist der Onkel? Wo ist denn der Onkel? Hier drinnen vielleicht? Oh, Schloss knacken schwer. Da ist nochmal ein Topf. Oh, das geht nicht. Okay, ich hänge fest. Jetzt nicht mehr, okay. Wo ist der? Waren die Zelte vorher auch schon da? Warte mal, was sind das für Zelte? Harter Titler, zeig mir mal die Zelte da vorne. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass da Zelte waren. Ach klar, ist das Waschhaus. Vergesst es. Da ist auch Waschhaus. Ist das alles Waschhaus hier? Rataya, Mühle. Genau, das beim Bett. Das ist das Waschhaus. Das ist der Gerber. Okay. Aber wo ist der Müller? Ist der Müller tot? Da ist Theresa. Aber der Müller ist nicht da. Okay, pass auf. Wir schlafen einfach mal. Mach mal auf hier. So. Ja, ich leg mich hier ins. Ja, das ist gut. So. Ich kann dir ja was vorlesen. Pass mal auf. Ich lese dir mal was vor. Lesebuch haben wir ausgelesen. Lesebuch ist nur. Haben wir das nicht fertig gelesen? Ich dachte, wir hätten das fertig. Tatsache, wir haben es nicht fertig gelesen. Skandal. So, jetzt haben wir es auch fertig gelesen, ne? Genau, 100%. Oh, hier fehlt noch 0,1%. Ach, ich hab schon... Och, ja, man darf nicht so viel lesen. Na, dann schlafen wir noch ein bisschen. Vielleicht ist ja dann der Müller da. So, ich denke mal, so sollte passen. Erstmal vernünftig hier wieder betten auf dem Stuhl. Ja, ich bin gespannt. Bom, 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 bom. Na, du komm. Schall drüber. So. Jetzt aber.
So, Theresa ist nicht da. Das ist gut oder schlecht, je nachdem, wie man es möchte. Erschreck mich nicht so. Pass etwas besser auf. Was machst du jetzt kochen, okay? Aber wo ist denn dein Onkel? Was tust du da? Deinen Onkel suchen. Schläft er da oben oder was? Nö. Oh, das regnet schon wieder. Ist doch schlimm, ist das. Ist der vielleicht hier drin? Nee. Wo ist denn der? Der Müller? Wie jetzt? Hallo? Ist der da hochgereist oder was, weil wir die Quest annehmen wollten? Oder wie? Wieso ist mir das vorher nicht aufgefallen? Ich wollte jetzt bloß gucken, ob wir haben ja die Quest ausgewählt, ob man den dann sieht oder so. Ach, wir sind zu Fuß, verdammt. Falscher Fehler. Wir sitzen nicht auf dem Pferd und können nicht schnell wegrennen. Oh, wir hatten ein Stärke-Update. 113 haben wir das letzte Mal tragen können. Ich bin gespannt, ob wir jetzt mehr tragen könnten. Weil wir müssen noch eine Keule mitnehmen. Also wir haben irgendwo noch eine zu liegen. Ich hoffe, die haben wir nicht verkauft. Damit wir ein bisschen Schaden machen können bei einigen Übeltätern. So, hier sind wir schon da. Super, Ushize müssen dann nach oben. Aber es schifft, glaube ich, immer noch. Nee, jetzt nicht mehr. Oh ja, da kriege ich richtig Appetit auf Kohl, ja. Leckerer, knackiger Kohl. So, da ist das Pferd. Ja. Achso, nee, ich wollte hier gucken. 121 können wir jetzt ertragen. Also, Stärkesteigerung, das hilft schon. Also der Müller, der nervt gerade. Der nervt richtig. Wieso ist der unterwegs? Okay, jetzt müssen wir ihn erstmal einholen. Ich meine, es ist ja schön, dass die Gegend lebendig ist, aber es ist interessant, dass wir immer... Ich bin ziemlich hungrig. Ja, ich weiß. Dass wir immer wissen, wo er ist, ne? Alter. Okay, so geht's auch. So. Komm, hat der Titler. Wir haben ihn gleich. Huch. Da ist er irgendwo. Ich sehe ihn schon gleich irgendwo. Na, gleich haben wir ihn. Da ist er. Mann, du bist so schwer zu finden, echt. Und dann nur noch zu Fuß. Du hast doch einen Karren mit einem Pferd. Aber ja. Müller Peschek. Du wolltest etwas, doch ich habe abgelehnt. Worum ging es eigentlich? Deine Schuld ist beglichen. Aber wenn du willst, erzähle ich's dir. Na schön, was soll ich für dich tun? Nichts Aufregendes. Nur, dass du was von wem holst und es wem anders bringst. Und dich nicht dabei erwischen lässt. Das klingt simpel, bis auf das nicht erwischen lassen. Weshalb sollte mich jemand dabei erwischen wollen? Ach, mach dir deswegen keinen Kopf. Ist eine Aufgabe wie jede andere. Nur brauchst du dafür die richtige Geisteshaltung. Ja. Hast du ein Problem mit Leichen? Oh. Kein ehrbarer Mann sollte sie berühren. Das ist eine Aufgabe für den Henker. Hast du geglaubt, ich schick dich auf dem Feld und lass dich Rüben ziehen? Im Feld ackern kannst du, aber woanders. Ich will wissen, ob du dich hinter Skrupeln verkriechst wie so ein Jammerbalg oder ob du offen für ungewöhnliche Aufgaben bist. Oh, jetzt bin ich mal ein bisschen offen. Los, erzähl mir mehr. Ich habe mit viel gerechnet, aber das ist doch etwas wild. Sprich trotzdem weiter. Es geht um den Ring.
Mein Kumpel Wojciech von der Kohelnitzer Mühle hat ein Auge drauf geworfen. Aber dummerweise haben sie ihn beim Galgen zusammen mit dem Scheißkerl verscharrt, die ihn getragen. Ja, da braucht man einen Spaten. Ich soll einen Leichnam ausgraben, ihm seinen Ring abnehmen und ihn deinem Kumpel in Kohelnitz übergeben? Da wäre der Hinweis gewesen, ne? Geld stinkt nicht. Der Kerl ist hinüber, also wird er ihn nicht vermissen. Und der dünnhäutige Thor, der auf die Idee gekommen ist, dass es falsch ist, die Toten zu stören, hat nie die Bibel gelesen. Ach so. Ein Leichnam ist immer noch ein Geschöpf Gottes. Also warum sollte man sich davor grauen? Ja, komm. Also gut, ich mache es. Mein Lieber, du hast des Teufels Zunge. Wenn du dich anstrengst, kannst du wahrscheinlich sogar Sodomie mit Ziegen schönreden. Vorsichtig, Bürschchen. Also, hier bei der Mühle ist irgendwo eine Schaufel. Wenn es Probleme gibt, komm wieder her. Und hier hast du was, damit es sich besser gräbt. Danke, ich werde es brauchen. Ich kann nicht glauben, dass ich so tief gesunken bin. Ach, und noch was. Hüte dich vom Henker und seinen Tölen. Teuflische Biester sind das, nicht nur die Hunde. Den Hunden kannst du Fleisch hinwerfen, aber dem Henker? Mit dem solltest du dich nicht anlegen. Ach, da war ja was. Wo müssen wir hin? Natürlich, Ach, das war das Feld, was wir schon gesehen haben. Haben wir hier oben noch irgendwas? Wir haben Schmied, ne? Nee, wir haben hier keinen Schmied. Okay, wir haben keinen Schmied. Dann, ja. Nee, wir gehen... Nee, das ist hier oben, das ist ungünstig. Wir gehen hier wieder hin. Ach, Mensch, ey, diese Reiserei... Warum kann er nicht einfach zu Hause bleiben? Achso, und essen müssen wir unbedingt. Huch, was haben wir denn für einen Erfolg freigeschaltet? Hungere 3 Tage lang. Okay. Haben wir so lange gehungert? Oh, das tut mir aber leid. Aber durchs Lesen wahrscheinlich ist es gar nicht so aufgefallen, weil wir weniger hungern, ne? Und weniger Energieverlust haben. Ach komm, hör auf. Das alte Weib setzt einen Attentäter auf mich an. Den trete ich. Hast gleich die Knie bekommen, was? Kommt, hört auf. Komm her, du Weichei. Was? Wie Misserfolg. Das ist doch erfolgreich. Ja, hau ab. Hau ab! Eine Böttcher-Axt, okay? Die nehme ich mal mit. Damit hier gar nichts wieder schief. Oh! Mann! Ich sollte es mir außerdem angewöhnen, dass wir auf dem Pferd sitzen bleiben, während wir so eine Schnellreisen hier machen. So, weiter. Ich habe Hunger. Ah, wir können gleich was essen hier. Theresa hat bestimmt gekocht. Außerdem ist es gleich dunkel, dann können wir einbrechen, theoretisch. Das hört aber auch nicht mehr auf zu schiffen. Oh, Hunger. Ach, wie, ich kann nicht mehr essen hier draus. Können wir was reingeben und dann essen? Oder Trinkwasser? Och, ist doch doof. Warte mal, hier unten war was. Theresa, du hast doch was zu essen hier, oder? Na toll. So, hier war doch irgendwo... Hier. Da. Nom. So, jetzt sollte der Hunger erledigt sein. So, und auf zum Henker. Wow. Jawohl, das machst du super. Ah, super machst du das. Viel Glück und Gesundheit. Ja, danke.
Wir sind auf dem richtigen Weg. Okay, wir müssen da durch den Wald durch. Das sind gar keine Glocken. Das sind die doch. Das andere waren Glocken gewesen, Sasau. Halt! Da drüben ist eine Brücke, aber vielleicht kommen wir hier rüber. Hier gibt es einen Feldweg. Das ist auch gut. Aua, 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 ah. Aua, aua. Was auch immer das gerade war. So, wir müssen... Ach so, wir haben jetzt kein Fleisch. Ach man. Komm mal hier. Geht's hier lang? Ja, ne? Ja, komm. So, super. Hat er Titler, genau. Also ich werde irgendwann ein anderes Pferd holen, ne? Weil der Name ist echt. Der Name ist echt, ja. Komm. Oh. Komm, los, du schaffst es. Da ist er. Vielleicht muss man ja auch nicht klauen. Vielleicht kann man es ja auch gütlich machen. Deswegen, okay. Wir sind richtig, oder? Oder sind wir... Wir sind noch zu früh, okay. Okay, jetzt müssen wir den finden, oder was? Der Henker. Nee, hier nicht mehr. Ach so, das Grab, hier. So, ich hoffe, wir werden nicht entdeckt. Mmh, lecker. Hier ist nichts. Und was ist mit der rechten Hand? Scheiße, auch kein Ring. Na toll. Zum Teufel ist der hin. Boah, der Gestank, gleich muss ich kotzen. Dafür reiße ich Peschek den Arsch auf. Der ist doch noch gar nicht da, oder? Wo ist denn der? Ist er wieder zurück? Oh, Leute. Ich mache mal eine Schnellreise hier drüber. Vielleicht kommt er noch ein Stück dichter. Vielleicht sollte man schlafen und er ist wieder da. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Es wäre auch, glaube ich, zu einfach gewesen, ne? Ich glaube, wir schlafen hier nochmal. Und waschen. Und schlafen. Und essen. Jetzt ist aber... Nee, ist immer noch nichts. Okay. Da ist er ja. Wobei... Mal, sind wir müde? Energie 84. Pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Ich mache mal bis hier schlafen und dann lese ich noch ein, zwei Stündchen. Das war das gleich irgendwie mit... Guck mal, wir sind... Eigentlich hätten wir bis jetzt hier. Das machen wir mal. Bis jetzt hier. Dann haben wir 100 Energie, 100 Gesundheit und nutzen einfach noch die Zeit aus, wo alles schläft. Oder wir könnten wecken in der Nacht. Das kann natürlich auch sein. Ich wollte gerade sagen... Quest begonnen, ist dein Freund bis zum Tod? Moment, was ist das? Was ist das? Ich habe Matthäus und Fritz Arbeit an der Mühle beschafft. Es ist dann Zeit, ihnen einen Besuch abzustatten und herauszufinden, wie ihnen ihre neue Arbeit gefällt. Ah, okay. So, ich stehe mal kurz auf. Essen können wir. Wo schlafen die beiden eigentlich? Ich kann ja nicht hier alleine in dem Haus schlafen, oder? Oder schläft er in dem separaten abgeschlossenen Heim? Kann natürlich sein. Pass auf, wir werden... Warte mal, auf die Karte gucken. Da ist er, da ist er! Da ist er! Oh! Halt! Halt! So. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst.
ich wollte eigentlich, genau. Die Leiche war dort, aber kein Ring. Was zum Teufel geht hier vor? Immer mit der Ruhe. Wenn der Ring nicht da war, muss ihn der Henker genommen haben, bevor er den Mistkerl begraben hat. Na toll. Ich ahne, wo das hinführt. Du willst, dass ich den Ring vom Henker hole? Schlaues Kerlchen. Nur würde ich dir raten, ihn nicht drauf anzusprechen. Er ist ein bisschen empfindlich, wenn es darum geht, die Toten auszunehmen. Besser du klaust ihn. Na toll. Na gut, ich besorg dir den Ring. Wahrscheinlich hat er ihn bei sich im Haus in seiner Truhe versteckt. Weißt du, wie man mit einem Schloss fertig wird? Ja. Willst du, dass ich es mit einer Stange aufbreche? Nein, du Hornochse. Das geht auch mit Fingerspitzengefühl. Okay. Zaghaft und vorsichtig, wie wenn du eine Jungfrau nagelst. Ah. Ich habe etwas Erfahrung. Mit einer Jungfrau, oder was? Gut. Wenigstens bist du nicht so tollpatschig, wie du aussiehst. Hier hast du einen Dietrich. Okay. Wir haben Dietrich. Das ist super. Wie sieht denn unser Sättigungsgrad aus? Und der ist wahrscheinlich 74. Kann man nochmal essen hier oder so? Nee, kann man nicht. Schade. Es regnet immer noch. Was ist denn das hier für ein Wetter? Okay, wir müssen also hier wieder hin. Idealerweise wahrscheinlich gerade jetzt. Fällt mir gerade auf. Denn jetzt ist es dunkel. Und zwar sehr dunkel. Ich sehe gar nichts. So, ich glaube, ich muss erstmal hier rüber, weil hier ist ja noch Wasser, ne? Okay, das war das Wasser. Oh, das ist echt stockfinster. Warte mal. So. Oh, ja. Hoch! Ich seh nix. Ey, das ist doch... Ich sollte schon in die richtige Richtung reiten. Ach so, hier ist mein Pferd. Ach komm, ey, das ist doch hier nicht wahr. Einfach Waldgarten. Okay. Ja, so kann man auch Dinge entdecken. So. Sieht gut aus. Oh, bitte nicht wieder. Unsichtbare Wände sind scheiße. So, jetzt aber. Ey, das ist doch. So. Ich glaube, wir sind da. Und ich weiß, dank des Geldes, können wir das nämlich tun. Und wir müssen jetzt die Fackel hier wegnehmen. So. Ich hoffe, wir können ganz leise rein. Ich weiß nicht, ob hier ein Hund ist. Oh ja. Töle. Och, komm. Ich habe keine Pfeile mehr, okay. So, jetzt aber. Jetzt sind es schon zwei. Du bist also der Schütze. Jetzt steckst du in der Scheiße. Oh, komm. Nicht ausziehen.
Ich glaube, das können wir gleich wieder laden. Das können wir gleich wieder laden. Das geht nicht, das geht nicht. Ich will den erschleichen, nicht erstechen. Sind natürlich zwei Hunde da. Okay. Wir setzen mal gleich einen anderen Pfeil hier an. Und so. Das Dumme ist, die sitzen genau davor. Warte mal. Kann man vielleicht da was machen? Hühnchen, hier haben wir schon verfaultes. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Idealerweise. Ich weiß, ich sehe nicht, wo die Hunde sitzen. Da liegt einer. Da liegt einer. Ich weiß, das ist nicht nett. Jetzt saß bloß einer hier. Wo ist der andere Hund? Oh, wisst ihr was? Klappe zu. Klappe zu. Klappe zu. Ich wollte nämlich eine Sache machen. Das ist jetzt doch verdammt Booster. Okay. Wir hatten das vorher so. Andrew Spy, warte mal. Nein. Quatsch hier. Gamma-Korrektur ist auf die Hälfte. Wir ziehen das jetzt erstmal hoch. Ja? Weil das ist echt dunkel. Ich weiß, dass es zu dunkel ist, aber wir sehen sonst nichts. Er sieht mich nicht. Er kann mich nicht gesehen haben. Er kann mich nicht gesehen haben. Oh, ist das hell. Das ist sowas von hell. Kommt er da? Warum schläft er übrigens nicht? Was ist das? Mitten in der Nacht? Oh, mach nicht so Krach. Er geht wieder schlafen, ne? Oh, hier ist das so zappenduster.
Für Hunde hat der denn? Oh Gott, pst. Verstecken. Verschwinde, verdammt! Hier hast du nichts verloren! Okay. Gott schütze dich, Heinrich! Der hat meinen Namen gekannt! Der hat meinen Namen gekannt! Oh mein Gott! Ist die Quest schon kaputt oder so? Nee, ne? Oh, ist das Gamma hoch! Tut echt in den Augen weh! Ich weiß nicht, wie es im Video ist. Es tut echt in den Augen weh. Jetzt müssen wir auch eine dämliche Truhe finden, ey. Gibt's jetzt hier vielleicht noch einen Hund? Ich hoffe nicht. Vielleicht sollten wir nochmal. Ah, nee. Probieren Sie einfach mal. Gibt es ein Problem? Nein. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Geh bitte weg. Geh bitte weg. Geh bitte weg. Bitte geh weg. Was ist los mit dir? Bitte geh weg. Kann ich hinten raus, ja? So. Geh einfach weg. Warum hat er mich gehört? Geh nach Hause. Oder muss ich das tagsüber machen, wenn er nicht da ist? Pass mal auf. Wir machen Folgendes. Ich mache A erstmal jetzt das Gamma wieder runter. Das tut wirklich in den Augen weh. Ja, bestätigen. Ich hoffe, das passt. Ja, ich denke mal, das passt ganz gut. Ja, so, zweitens, wir gucken mal, dass der irgendwann, irgendwann irgendwie, greifbar wird. Vielleicht verrichtet er ja seine Arbeit und wir können dann einbrechen oder so, weil er nicht da ist. Wäre jedenfalls super. Können wir auch wieder aufstehen? Ja. Wir sollten jetzt... So Schlossknacken soll jetzt einfacher sein. Was war das? Alles okay. Alles okay. Sag mal, machst du irgendwann nochmal Pause? So, pass auf. Nochmal. Ja, nicht so einfach. Echt nicht so einfach. So, jetzt aber. Komm. Der muss jetzt. Hi. Darf ich dich ansprechen? Das ist Himmel, pass auf, wo du hingehst. So, ich spreche ihn jetzt erstmal an. Versuchen, ihn aus dem Haus zu locken. Okay. Der Müller schickt mich.
Er möchte sich bei dir entschuldigen, weil er dir letztes Mal zu wenig Mehl gegeben hat. Du sollst den Rest bei ihm abholen. Dieser Gauner. Wie viel ist es? Ein halber Sack. Perschek muss blau gewesen sein. Das ist ein Batzen. Ich gehe gleich los. Okay. Erstmal mal was zu essen. So. Und damit wir keine Probleme haben, es ist ja ein neues Schlosssystem hier gekommen. Hier, man sieht hier die Zacken. Ich bin gespannt. So, da. Okay. Ich probier's. Ach komm, bitte. Oh. Jawohl. Es ist ein bisschen einfacher geworden, habe ich das Gefühl. So, wir nehmen die Groschen mit. Aber hier ist nichts drin. Ach, doof. Du trinkst hier unrechtmäßig ein, das ist mir klar. So, wo haben wir hier? Da. Okay, mach auf. Ring des Totenmannes. Was zum... Der verfluchte Ring ist aus Kupfer und kein Pfifferling wert. Na toll. Na toll. Haben wir hier irgendwas anderes? Wenn wir schon einmal hier sind... Ah, super. Und das alles echt wegen ein Stück bescheidenen Kupfer. Es kann doch nicht wahr sein. Schnell mal rüber. Ich hoffe, er hat ihn auch hier mit Mehl bedient, ne? Also... Oh, da kommt er gerade, wa? Oder? Wolfram Bruder, wer bist du denn? Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Wer bist du? Okay. Nix. Ein genannter... Oh, hi. Was waren das letztes Mal für Spielchen, du Hundesohn? Oh, habe ich ein Schwein. So, wo ist der Müller? Da ist er. So, mein Freund. Ich habe den Ring für dich, aber das wird dir nicht gefallen. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Ja, du hast mir die Aufgabe gegeben. Hier. Ich habe den Ring, Perschek. Gut. Schön, dass du jemand bist, dem man mit solchen Sachen betrauen kann. Und jetzt mach dich auf nach Gohelnitz, zu Wojcik, dem Müller. Er hat Arbeit für dich. Ich demnächst auch. Ein schlaues Kerlchen wie du hat sicher immer wieder Sachen am Laufen. Gerne kaufe ich dir heiße Ware ab, wenn du welche hast. Also Kram, der mal wem gehört hat und den du nicht jedem andrehen kannst. Okay. Du würdest mir gestohlene Ware abkaufen? Ich komme bestimmt irgendwann auf dein Angebot zurück. Das ist Theresa im Hintergrund. Taschendiebstahl. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Da bin ich ja... Ach, das sind alles Dinge? Ach so, Quatsch. So. Schade, dass man danach nicht suchen kann. Ich hatte doch eigentlich... Ah, ich glaube, das habe ich alles... Warte mal. Warte mal, Quatsch, so nicht, Pferd. So, was hast du denn? Du hast den Eschenlangbogen, den wir noch nicht benutzen können. Hier, guck mal, die Beinlinge zum Beispiel, die nehmen wir mal, da ist nämlich eine Hand drauf. Okay, wir haben nur die Beinlinge. Hier, Perschek. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Abhanden. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Abhanden. So, wir können Dietriche kaufen. 20 Stück für 13. Wir sollten dazu... pass mal auf, wir machen mal so.
Oh, hier gibt es doch eine Schatzkarte. Die nehmen wir mit. So, und verkaufen kommt diese Hose hier ins Spiel. Und wir können wahrscheinlich auch andere Dinge verkaufen, ne? Haben wir irgendwas Rüstung über? Nein, haben wir nicht. Okay, dann, was ist das hier eigentlich? Ein Fertigkeitenbuch zum Thema Taschendiebstahl, das dem guten alten heiligen Nikolaus gewidmet ist, das kaufen wir. So, X und wir feilschen noch ein bisschen. Ist ja nicht so, dass wir das Geld hier locker haben, ne? Ist gut. Du solltest feilschen, ne? Nicht, dass du... Pass mal auf, ich biete ihm mal 150. Zufrieden? Das ist zu wenig. So. Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig. Tja, zu meinen Konditionen, wohlbemerkt. Gut, dann hätten wir das. Die Brennnessel haben wir auch. Und dass das hier die ganze Zeit schifft, das gefällt mir überhaupt nicht. Aber dagegen können wir nichts machen. Ich würde sagen, in der Zwischenzeit, während der Folgenpause, lese ich ein bisschen und ihr wartet hoffentlich auf die nächste Folge. Bis dahin, euer Firefox.